Sitzt du gerade an der Steuererklärung und fragst dich, wie du Pflegekosten steuerlich geltend machen kannst? Dann schau dieses Video bis zum Ende an. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und die Pflege von nahen Angehörigen, also Familienmitgliedern und engen Freunden, ist eine hohe Belastung. Einmal psychisch, aber natürlich auch finanziell. Und das hat auch der Staat gesehen und möchte diese finanzielle Belastung zumindest irgendwie abfedern. Und das passiert dadurch, dass es da Steuerersparnisse gibt. In welcher Höhe du Kosten absetzen kannst und welche Anforderungen da erfüllt werden müssen, das schauen wir uns jetzt einmal im Detail an. Die Voraussetzung, dass du Pflegekosten steuerlich geltend machen kannst, ist erstmal, dass es nahe Angehörige sind. Es müssen Familienangehörige sein oder enge Freunde. Und dann müssen diese Personen entweder in der eigenen Wohnung gepflegt werden, in deiner Wohnung oder aber auch in der Pflegeeinrichtung. Diese Person muss dann einen Pflegegrad von mindestens 2 haben oder hilflos sein. Hilflos bedeutet jeden Tag und dauernd auf Hilfe angewiesen sein. Das Ganze kannst du nachweisen, zum Beispiel durch eine Pflegebescheinigung von der Pflegekasse mit einem Behindertenausweis mit der Kennzahl H für hilflos oder BL für blind, durch ein Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes oder aber auch einfach durch Rechnungen von einem Pflegedienst, Quittungen für Medikamente oder Pflegevorrichtungen. Wenn das in deinem Fall zutrifft, dann fragst du dich mit Sicherheit, welche Arten von Kosten du denn eigentlich steuerlich berücksichtigen kannst. Das sind zum Beispiel Ausgaben für einen Pflegedienst, für Medikamente, für Pflegevorrichtungen, aber auch Fahrtkosten oder Unterbringungskosten. All diese Kosten kannst du steuerlich ansetzen, wenn du sie auch wirklich selbst getragen hast. Das heißt, das Geld, was dir von der Pflegekasse erstattet wird für diese Kosten, musst du davon abziehen. Wenn die Pflegekasse dir für irgendetwas das Geld erstattet hat, dann kannst du diese speziellen Kosten natürlich in der Steuererklärung nicht mehr geltend machen, weil du sie am Ende ja nicht getragen hast, sondern die Pflegekasse es bezahlt hat. Pflegekosten gehören damit zu den außergewöhnlichen Belastungen. Außergewöhnliche Belastungen sind zwar private Ausgaben, die aber in außergewöhnlicher Höhe auftreten. Das ist sowas wie Schicksalsschläge. Deswegen darfst du diese Kosten als außergewöhnliche Belastung berücksichtigen. Wichtig an dieser Stelle ist aber, dass du von den gesamten Kosten, die du in einem Jahr hattest, die zumutbaren Belastungen abziehen musst. Der Staat geht davon aus, dass du immer einen gewissen Anteil an Kosten hast, die du auch privat trägst. Wie hoch diese zumutbare Belastung ist, hängt von deinem Einkommen ab. Je mehr Einkommen du hast, desto mehr kann dir auch zugemutet werden. Je niedriger dein Einkommen ist, desto niedriger ist der Satz der zumutbaren Belastung. Diese zumutbare Belastung, die musst du selbst tragen. Und nur das, was darüber hinausgeht, kannst du denn als außergewöhnliche Belastung in deiner Einkommensteuererklärung ansetzen. Jetzt denkst du dir vielleicht, die Kosten sind so niedrig, dass sie gar nicht die zumutbare Belastung überschreiten. Was machst du denn dann? Dann kannst du den sogenannten Pflegepauschbetrag verwenden. Das heißt, du kannst eine Pauschale in der Steuererklärung geltend machen. Diese Pflegepauschale startet ab einem Pflegegrad von 2. Bei einem Pflegegrad von 1 hast du keine Pauschale. Bei einem Pflegegrad von 2 hast du 600 Euro, die du als Pauschale ansetzen kannst. Beim Pflegegrad von 3 1.100 Euro und ab dem Pflegegrad von 4 kannst du 1.800 Euro pro Jahr als Pflegepauschbetrag ansetzen. Wenn mehrere Personen mit der Pflege der Angehörigen beteiligt sind, dann muss dieser Pflegepauschbetrag aufgeteilt werden. Voraussetzung ist da allerdings, dass du mindestens 10% der Pflege übernimmst. Eine Ausnahme von den Pflegekosten sind die ambulanten Pflegedienste. Wenn du einen haushaltsnahen Pflegedienst engagiert hast, dann kannst du diese Kosten nicht nur als außergewöhnliche Belastung absetzen, sondern auch als haushaltsnahe Dienstleistungen, was steuerlich meistens attraktiver ist. Zum Thema haushaltsnahe Dienstleistungen habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Wenn du einen ambulanten Pflegedienst engagiert hast, schau da auch unbedingt einmal vorbei. Das ist steuerlich meistens günstiger. Aber auch da gilt, dass du nur die Kosten ansetzen kannst, die du tatsächlich letztendlich auch selbst getragen hast. Alle Kostenerstattungen, die du eventuell bekommen hast von der Pflegekasse, die musst du davon abziehen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir einen kleinen Einblick darüber geben, wo du eigentlich Pflegekosten in der Steuererklärung eintragen kannst. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir weiterzuhelfen. Wenn du selbstständig bist und dir denkst, ich möchte die Steuererklärung gar nicht selber machen, das würde ich gerne an einen Steuerberater abgeben, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einfach mal hier. Schau aber auch gerne die weiteren Videos auf unserem Kanal erstmal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Feststellungsbescheid, Versorgeamt. Feststellungsbescheid, Versorgeamt. Versorgungsamt. Versorgungsamt. Feststellungsbescheid, Versorgungsamt. Du kannst es, sag's einfach, ich bewege nur meinen Mund. Feststellungsbescheid.